Ich habe mich früh genug dazu entschieden, nicht viel feiern zu gehen, sondern mich auf meinen Sport vorzubereiten, auf das Leben als Sportler sich einzustellen. Je fitter ich bin, desto wacher bin ich auf dem Golfplatz auch. Es ist ein fairer Sport, es gibt keinen Schiedsrichter, es gibt nur sich selber und den Ball. Und man ist gefangen in seinen Gedanken. 3, 4, 5, 6 Stunden, je nachdem, wie lange man spielen möchte. Wenn es wirklich darauf ankommt, dann denke ich nicht über meine Muskeln nach, sondern über den Ball, der ins Loch geht. Am Anfang war ich halt ein bisschen skeptisch, weil auch alle gesagt haben, ja, Golf ist total langweilig und da hängt man ja eh nur rum und muss Bälle schlagen. Und dann habe ich das halt gemerkt, dass mir das selber auch Spaß macht. Ich mache das jetzt auch schon seit einer Weile und treffe da jetzt auch immer viele nette Leute. Ich glaube, man kann Golf spielen, solange man laufen kann. Ich habe zum Beispiel gedacht, das ist nur ein Sport für reiche alte Männer. Und das kann man wirklich spielen, egal wie dick das Portemonnaie ist. Man braucht ein paar Schläger, man braucht ein paar Bälle und man hat ein Golfbag. Das kann gebraucht sein, so bin ich auch angefangen. Das reicht. Diese Freude, dieses wirklich enthusiastische Gefühl, was man bekommt, wenn man den Ball gut getroffen hat, das ist nicht zu vergleichen. Wenn man auf dem Golfplatz ist, denkt man nur an diesen Ball und an dieses Loch. In der Natur, umgeben von Wasser, Bunkern, Wäldern, hohes Gras. Das ist Golf in Hamburg.